Wahrscheinlich, ja. Ich will nicht auf deine Kamera. Meins stört sich. Fragen. Die haben Gelati. Wenn nicht, haben sie zumindest. Ja, doch. Kommt dann. Chardonnay oder der Aktivwagen? Viel. Das Kirchenschiff dort zu erstellen und die benötigten genau 51 Jahre zu alt. Das bekanntlich ist das, war das Weihnachtslied der Kinderlein kommen dann und dann Anfang des 19.
19. Jahrhunderts haben sie damit begonnen, einige der Fachwerke zuzudecken, Geld zu verputzen. Sie haben sich ja am Schäden 50 überzeugt. Und das bei ihrer damaligen Einwohnerzahl von 4000. Das war bis König Ludwig I. im Jahr 1826 da die Stadt besucht hat und er hat erkannt, was die Bewohner ihren Fehler machen. Und weil bevor die Stadt ein eigener Scharfrichter vom Kaiser zu beteiligen. Spanferkel oder ist es ein Schwein? Nein, ist ein Spanferkel. Spanferkel. 130 Kilo Spanferkel. Bei mir in der Tasche ist der Fotoapparat. Ja, da hast du das schon.
Und ist jetzt 1974 erneuert. Nicht aufgefallen. Hier eine Waldmühle, denn den Loden, den wir heute noch von der Schweiz und Österreich erkennen, der Filzloden, hat eigentlich hier seinen Ursprung gehabt. Da waren die Färber am Wasser, die Fischer waren am Wasser, am Ende gab es noch 85 Färber. Und so können es also ringsum gehen. Ronisch schreibt vor 200 Jahren nur insgesamt bis zu 3887 Schritte unsere Stadtmauer. Und hier sind wir jetzt beim Waldinger Tor. Das war ursprünglich die schmuckerste Stadttor mit zwei Gegenden. Also ich habe das Bild ja jetzt gemacht, nicht dass einer sagt, ich werde besorgt. Wo denn?
Genau. Und das ist das sogenannte Maria-Brünnlein. Mal sehen, ob wir auch das Brünnlein sehen. Hier war ich schon. Du warst? Ist auch nichts. Dann hoch von unten muss man die wirklich mal aufnehmen, da wo wir mit dem Bus ganz unten an der Ecke waren. Ja. Genau. Weil hier kriegt es ja bloß die Seitenmauer aus. Also durch die wir ausziehen, die PowerPoint reinmachen. Thank you.
Ja, ja. Einstellen könnte, würde sie bis zu den großen 20 sehr rein. Ja, das kann man nicht glauben, dass sie eine Tiefe hat von 16 Metern. An den Säulenpaaren hoch sind die vier Evangelisten, die diesen ganzen Himmel tragen. Also Johannes, Matthäus. Hier vorne stehen jemand, Markus und hier Lukas. Im rechten unteren Kuppelrand sind die Bösen, die besiegt, die aus diesem Himmel herausgejagt wurden. Und links sehen sie zwei Äbtissinnen, zwei Benediktinerinnen. Es ist die heilige Odilia und die heilige Schelasta. Die heilige
Türme, also die holen wir doch schon wieder die Fotos. Ah, von hier unten, das ist auch schön da oben, oder? Ich habe mein Fotos rausgeholt.